Diese Geschichte führt vom bayerischen Alpenvorland in die idyllische Schweiz und bis in die Karibik nach Panama. Zu Briefkastenfirmen, verschwundenen Anlegermillionen und kriminellen Machenschaften. Es ist die Geschichte von großen Versprechen und von Menschen, die auf eine sichere Altersvorsorge hofften. Ich habe bloß gedacht, ach, hört sich eigentlich jetzt lukrativ an. Ich kriege ja doppelt so viel zurück. Doch viele Anlegergelder wurden einfach verprasst. Oder verschwanden in dunklen Kanälen. Hat dann oft auch Züge eines Schneeballsystems, dass gar nicht wirklich Gewinne ausgeschüttet werden können, weil gar keine Gewinne anfallen. Verantwortliche Finanztrickser ziehen sich aus der Affäre. Es ist kein Geld bei mir, ich habe nichts getan und diese Anleger tun mir alle leid. 20 Milliarden Euro Schaden für Anleger. Jedes Jahr. Es gibt tatsächlich Produkte, die wir untersucht haben, da weiß man gar nicht, worum es sich handelt, in was investiert wird. Fast immer läuft Anlagebetrug über Netzwerke. Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, ohne deren Know-how an solches System sicherlich nicht oder nur in einer viel kleineren Dimension möglich gewesen wäre. Der graue Kapitalmarkt. Nach ZDF-Zoom-Recherchen ein Tummelplatz für dunkle Gestalten, schwarze Schafe und fragwürdige Geschäfte. Wieso stoppt keiner diese miesen Methoden? Angefangen hat alles mit einem Brief an die Redaktion, ohne Absender. Darin Unterlagen über Hunderte von Firmen, Geschäftsleuten, Steuerberatern und Rechtsanwälten. Die anonyme Quelle schreibt, zahlreiche illegale Geschäfte würden über dieses Konstrukt laufen. Wir schlüsseln die einzelnen Firmen und Namen auf. Tatsächlich entpuppt sich das Ganze als ein riesiges Netzwerk mit direkten Verbindungen zu Anlagebetrugsfällen im sogenannten grauen Kapitalmarkt. Vor dem warnt die deutsche Finanzaufsicht BaFin, es seien Unternehmen aktiv, die keine Erlaubnis der BaFin benötigen und nur wenige gesetzliche Vorgaben erfüllen müssen. Schon seit vielen Jahren rät das Bundeskriminalamt zu äußerster Vorsicht. Auf dem grauen Kapitalmarkt habe sich in keinem anderen Land der EU ein so gefährliches Potenzial an krimineller Energie entwickelt. Uns fallen zahlreiche Briefkastenfirmen, häufige Adressänderungen oder Geschäftsführerwechsel auf. Wir zeigen die Recherchen einem Spezialisten. Reinhard Kilmer, einem der bekanntesten Steuerfahnder Deutschlands. Er enttarnte viele prominente Steuerflüchtlinge. Wenn Sie sich ein solches Firmengeflecht angucken, was vermuten Sie dahinter? Das macht man nicht zufällig, denn man wirft keine Nebelkerzen, wenn man saubere, transparente Geschäfte macht. In solchen Fällen darf man davon ausgehen, dass man Dinge verbergen will, Dinge vertuschen will, täuschen will. Dubiose Fälle finden wir viele. Einige schauen wir uns näher an, zum Beispiel den von Daniel Shahin. Sein Name taucht in verschiedenen Firmenkombinationen auf, mal als Geschäftsführer, mal als Inhaber und auch als Verkäufer. Shahins Spur führt nach Seligenstadt. Am Mainufer steht diese imposante Villa, über 700 Quadratmeter Wohnfläche. 10 Zimmer, das Zuhause von Daniel Shahin. Er war eine schillernde Figur der Finanzbranche. Seine Selbstinszenierung damals grenzenlos. Seine Anlageprodukte galten als hochriskant. Shahin, ein überzeugender Verkäufer. Wir schützen den Verbrauchern vor den Fängen einer Bank, Bausparkasse, Lebensversicherung. Wir sagen ihm konsequent raus aus diesen Verträgen. Auch das Ehepaar Kirschbaum aus Mainz fällt auf Sprüche von Shahins Verkäufern herein, kündigt seine Lebensversicherungen, steckt 15.000 Euro in riskante Fonds der Shahin-Firma CIS AG. Was genau hat man Ihnen versprochen? Eine zweistellige Rendite und
ja, also schnelles Geld. Waren Sie irgendwann skeptisch bei diesem hohen Renditenversprechen? Er hat uns eigentlich mehr oder weniger Angst gemacht vor der Altersarmut. Also er hat gesagt, mit dem, was ich hier von euch hier sehe, das ist, da werdet ihr niemals von leben können, wenn ihr alt seid. Shahins Abzockermasche lief nach dem immer gleichen Muster. Die Gelder aus der gekündigten Lebensversicherung gehen über Shahins Finanzvertrieb Carpe Diem in Fonds einer Firma namens CIS AG. Die Zeitschrift Der freie Berater wirbt für genau diese Produkte. Hinter allen drei Firmen steckte Daniel Shahin. Diese personelle Verflechtung verschweigt er. Wird deshalb und wegen falscher Beratung später von mehreren Gerichten zu Schadenersatz verurteilt. Das Geld der Kirschbaums und vieler anderer Anleger ist weg. Sie klagen gegen Shahin. Die Gläubiger wollen Millionen zurück. Shahin soll sich deshalb abgesetzt haben. Doch mehrere Nachbarn bestätigen uns, dass er in den letzten Monaten regelmäßig hier gewesen sei. Wir klingeln, wollen nachfragen, aber die Tür bleibt zu. Von Anlegerschutzanwalt Schneider Michel erfahren wir, dass Shahin in London Privatinsolvenz beantragt hat, um so den Forderungen zu entkommen. Das ist in Großbritannien wesentlich einfacher und geht auch schneller. Also da ist man innerhalb von einem Jahr, wäre man dort schuldenfrei, wenn das so funktioniert. Wir fliegen in die britische Hauptstadt, haben uns Shahins Antrag auf Privatinsolvenz besorgt. Darin schreibt Shahin, er wolle künftig in Großbritannien arbeiten. Zitat: Wegen persönlicher Verfolgung in Deutschland und wegen Auseinandersetzungen mit Investoren habe ich beschlossen, Deutschland zu verlassen. Mein neuer Lebensmittelpunkt soll London sein. Wir fahren zu der Wohnadresse, die er im Antrag angegeben hat. Im Osten der Stadt, ganz in der Nähe des neuen Finanzdistrikts. Ein Apartmenthaus für Banker und Geschäftsleute. Wir fragen den Mann am Empfang nach Shahin. Der schaut im Mieterverzeichnis nach, kann sich gut an Shahin erinnern. Herr Shahin war nur ganz selten hier, nie länger. Mal für ein oder zwei Tage und dann wieder einen Monat gar nicht. Im August 2016 ist er ausgezogen. 1.500 Euro im Monat kostet die kleine Wohnung. Viel Geld für jemanden, der angeblich pleite ist. Wir sind dabei, als Shahin vor Gericht seine Privatinsolvenz begründen muss. Filmaufnahmen verbietet der Registrar, der zuständige Richter. Ein Anwalt beobachtet die Anhörung für deutsche Shahin-Geschädigte. Es war auf jeden Fall ganz klar und ist offensichtlich dem Registrar also auch sehr stark aufgefallen, dass Herr Shahin kein Englisch spricht oder nur sehr begrenzt Englisch spricht. Was für jemanden, der seinen Lebensmittelpunkt in England oder in London hat, natürlich relativ ungewöhnlich ist. Also er hat sich da kein X für ein U vormachen lassen und doch, glaube ich, berechtigte Zweifel daran, ob der Lebensmittelpunkt hier in England liegt. Zweifel hatte das Gericht auch, weil Shahin Fragen zu seinen ehemaligen Firmen nicht beantworten konnte. Nach der Verhandlung wollen wir von Shahin wissen, ob er sich seinen Gläubigern entziehen will. Shahin, grüße Sie, Hasenreder vom ZDF. Können Sie uns erklären, warum Sie sich nach London absetzen? Was Sie als absetzen sehen, sehe ich nicht so. Und die Anleger? Können Sie ihnen noch Hoffnung machen, dass sie noch mal was von dem Geld zurückkriegen werden? Habe ich das Geld? Ich frag Sie. Ja, haben Sie es? Weiß ich nicht. Ja. Ich frag Sie. Sind Sie der Meinung, dass ich es hab? Ich weiß es nicht. Haben Sie es, oder? Ja, ich kann es nicht haben. Es gibt eine Fondsgesellschaft, die hat's. Und das hat der Daniel Fritsch. Shahin weist jede Verantwortung zurück. Er habe an die Firma S&K verkauft. Und die sei verantwortlich für die Verluste. Die Leute stehen jetzt ohne Altersvorsorge da zum Teil, ja? Also Sie haben sie ins Risiko geführt, Sie haben sie quasi verführt. Verboten. Die Leute haben ihr Geld freiwillig dort einbezahlt. Mhm. Dafür wurden sie geworben. Ich habe nie abgestritten, dass ich das nicht gemacht hätte. Ich bin kein Freund von Lebensversicherung, konservative Anlagen, da sind wir immer dagegen gewesen. Und wir haben die Leute ins Risiko geführt. Das macht der Staat auch.
mit dem Lotto spielen ist genau dasselbe. Heute sagt man noch, ich bin schuld an allem, aber es ist wirklich Nonsens. Es ist kein Geld bei mir, ich habe nichts getan und diese Anleger tun mir alle leid. Nur ist der Anleger der Dumme, weil Trickser wie Shahin auf diesem wenig kontrollierten Markt immer wieder Schlupflöcher finden und sich notfalls aus der Affäre ziehen. Dieses Muster tritt in unserem Netzwerk immer wieder zutage. Wir finden Dutzende Fonds, die falsche oder übertriebene Renditeversprechen gemacht haben. Außerdem stoßen wir immer wieder auf Figuren, die in unterschiedlichen Firmen eine Rolle spielen. Zum Beispiel der Steuerberater Frank Schönke, der Finanzmakler und Vertriebsexperte Daniel Fritsch und der ehemalige Banker Michael Oberle. Alle drei stecken hinter einem angeblich umweltfreundlichen Geothermieprojekt in Oberbayern. Beteiligt ist die Firma SEM AG, ein Schweizer Unternehmen im Besitz von deutschen Geschäftsleuten. Michael Oberle ist damals Mitglied der Geschäftsleitung und hält Geschäftsanteile an der Firma. Wieder die typische Masche. Die SEM AG kauft unter anderem Lebensversicherungen auf und steckt das Geld, in diesem Fall, in Geothermieprojekte. Frank Schönke ist zeitweise Direktor bei der SEM AG. Genauso wie Daniel Fritsch. Schauplatz des Coups ist die Schweiz. Aus dem beschaulichen Hergiswil am Vierwaldstätter See operiert das Unternehmen von 2009 bis 2012. Wir besuchen den damaligen Firmensitz. Die SEM AG lockt die Anleger mit der Sicherheit und Seriosität der Schweiz. Die Schweiz gilt als Tresor der Welt. Bringen Sie Ihr Geld dahin, wo es sich wohlfühlt. Das ehemalige Büro von SEM-Chef Oberle mit Traumblick. Hier wurden den Anlegern Traumrenditen versprochen von 100%. Doch 2012 untersagt die Schweizer Finanzaufsicht diese Geschäfte und die SEM AG geht in Konkurs. Fast 50 Millionen Euro von 4.500 Anlegern wurden eingesammelt. Wo ist das Geld? Wir bekommen Finanzberichte und Ermittlungsakten zu den Geschäften der SEM AG zugespielt. Schweizer und deutsche Behörden ermitteln seit 2011. Ihr Verdacht? Betrug. Demnach flossen allein 20 Millionen Euro in verschiedene Geothermieprojekte. Was wurde daraus? Unsere Spurensuche führt nach Kirchweidach in Oberbayern. Hier sollte längst ein Geothermiekraftwerk stehen, finanziert mit den Anlegergeldern der SEM AG. Und es sollte schon seit 2015 in Betrieb sein, so steht es zumindest auf dem Bauschild am Ortsrand. Doch bis heute gibt es kein Kraftwerk. Zum Leidwesen von Anlegern wie Birgit Hagel. Sie arbeitet in der Autoindustrie. 2010 hatte sie gleich drei Lebensversicherungen gekündigt und gehofft, in ein umweltfreundliches Projekt zu investieren. Wie viel Geld haben Sie aus den Lebensversicherungen an die überwiesen? Es waren 11.000 Euro, waren es auf jeden Fall, was drin war. Und was haben die Ihnen versprochen? Um die 22.000 Euro. Also es hört sich ja dann eigentlich mit Urkunde, schaut es doch ein wenig lukrativ aus, finde ich. Ja. Dann macht es doch ein wenig her und dann denkt man ja nicht, dass man irgendwo in eine Falle tappt. Die schmucke Urkunde hat Birgit Hagel heute noch. Die Erträge blieben nach kurzer Zeit aus. Erst Monate später erfuhr sie vom Konkurs der SEM AG. Wir fragen bei der Firma nach, die das Kraftwerk schon längst mit den Anlegergeldern der SEM AG hätte bauen sollen. Die Forever Green Gruppe aus Regensburg. Die Firma schickt den neuen Geschäftsführer und einen Rechtsberater zum Interview über das Kraftwerk in Kirchweidach. Viele Anleger warten auf ein Kraftwerk, dringend. Wo ist das Kraftwerk? Ja, also es gibt verschiedene Gründe, warum das Kraftwerk bis dato noch nicht realisiert wurde. Dass sich die Bohrungen so schwierig erwiesen haben, dass der Pumptest so ewig lang gedauert hat, das sind technische Probleme. Wobei da auch möglicherweise Probleme im Management gemacht wurden oder Fehler im Management gemacht wurden. Also so, dass man nächstes Jahr, Ende, ja, erstes Halbjahr, sollte es ein Kraftwerk am Netz sein. Aber wie gesagt, mit vielen Unwägbarkeiten. Versprechungen wie schon seit Jahren.
Laut Ermittlungsbehörden sind mehr als 20 Millionen Euro an die FG-Gruppe geflossen. Was ist mit dem Geld passiert? Ich gehe davon aus, dass die in die Bohrungen geflossen sind. Haben die eine Chance, noch Geld zu bekommen, bis Hermann Leger? Es gibt ein Vertragsverhältnis mit der FG-Gruppe. Da ist vorgesehen, dass unter bestimmten Parametern noch Zahlungen an die SEM-Anleger oder an die SEM fließen. Welche Parameter das sind, können uns beide im Interview nicht sagen. Erst nach einer erneuten Prüfung teilt uns die FG-Gruppe kurz darauf mit, dass die SEM-Anleger mit keiner Rendite mehr rechnen können. Millionen Gelder sind also in Bohrlöchern versickert. Rendite, Fehlanzeige. Wo sind die restlichen Millionen der SEM AG abgeblieben? Die Schweizer Finanzmarktaufsicht hat die SEM AG dicht gemacht, weil sie keine Lizenz für ihre Fondsgeschäfte hatte und ermittelte mehrere Jahre in dem Fall. Wir haben Hinweise erhalten, dass die SEM AG Kundengelder in einer Art und Weise entgegennimmt, wie das bewilligten Instituten, Banken, vorbehalten ist. Und weil wir Hinweise von Kunden bekommen, bei denen vielleicht diese hohen Renditeversprechen dann einmal nicht mehr gezahlt werden, die werden verunsichert. Die SEM hat ja Millionen Anlegergelder, 50 Millionen eingenommen. Haben Sie eine Vorstellung, wo dieses Geld geblieben ist? Es gibt da Spuren. Es ist häufig so bei solchen Fällen, dass die Gelder in andere Länder abfließen, um es eben schwierig auch zu machen, um nachzuvollziehen, wo die Gelder hingeflossen sind. Was Fakt ist, dass für die FINMAS Aufsichtsbehörde diese Gelder und auch für den Konkursliquidator diese Gelder dann oft nicht mehr greifbar sind. Man kann die nicht mehr zurückholen. Meistens fließen solche Gelder in ausländische Steueroasen und sind für die Anleger damit endgültig verloren. Wir recherchieren die Verbindungen der SEM AG ins Ausland und finden eindeutige Hinweise auf die Steueroase Panama. Danach gibt es enge Verflechtungen von Aufsichtsrat Michael Oberle zu diesen sieben panamaischen Firmen. Für die Schweizer Ermittler ist klar, dass diese Firmen, Zitat, unter einheitlicher Verwaltung von Oberle standen. Und dass rund 9 Millionen Euro Anlegergelder in mehreren Tranchen nach Panama gingen. Dazu jeweils 1 Million US-Dollar an zwei dieser Firmen. Gegenüber den Behörden bestreitet er, Zitat, formelles Organ der panamaischen Gesellschaften gewesen zu sein. Keiner der SEM-Verantwortlichen, weder Oberle, Schönke oder Fritsch, wollen darüber mit uns reden. Deshalb gehen wir einen anderen Weg. Wir sind bei der Süddeutschen Zeitung. Vor einem Jahr hatte sie die kriminellen Geschäfte rund um das Steuerparadies Panama enthüllt. Gemeinsam mit der SZ recherchieren wir den Fall der SEM AG und durchforsten die sogenannten Panama Papers. Zu den sieben panamaischen Firmennamen, die zur SEM AG gehören, gibt es 3.000 bis 4.000 Treffer. Wir finden Scheindirektoren, Briefkastenfirmen, Überweisungen und sogar den Reisepass von Michael Oberle. Es dauert, die vielen Dokumente auszuwerten. In der Zwischenzeit treffen wir einen Insider aus der deutschen Fondsbranche. Der Mann hat sich schon vor einiger Zeit nach Mallorca abgesetzt. Er ist zu einem Treffen bereit, möchte aber unerkannt bleiben. Er erzählt, dass er über 10 Jahre im grauen Kapitalmarkt gearbeitet und längst ausgesorgt habe. Wir fahren in den Südwesten, zum exklusivsten Yachthafen Mallorcas. Treffpunkt von Ölmilliardären und Hollywood-Größen. Auch unser Insider wohnt nicht weit von hier. Viele Unternehmen, die in unserem Firmengeflecht auftauchen, kennt er. Und auch deren Hintermänner. Der graue Kapitalmarkt, das ist eine Szene von wenigen hundert Personen. Die meisten kennen sich untereinander. Das sind Notare, Anwälte, Wirtschaftsprüfer. Und natürlich der Vertrieb. Allen ist so ziemlich egal, ob der Kunde verdient oder verliert. Und meistens verliert er. Die nutzen eben alle Gesetzeslücken, arbeiten mit allen Tricks, auch mit illegalen. Was uns der Insider erzählt, vollziehen wir an einem der größten Anlageskandale der deutschen Wirtschaftsgeschichte nach. Der Fall S&K. Bei unseren Recherchen stoßen wir auf bekannte Gesichter aus unserem Netzwerk. Daniel Shahin. Er hat seine Fonds an S&K verkauft. Und Daniel Fritsch,
Der Ex-Direktor der SEM AG ist später Manager bei S&K. S&K, das steht für Schäfer und Köller. Mit ihrem System haben sie mehr als 11.000 Anleger um mindestens 240 Millionen Euro gebracht. Seit 1,5 Jahren läuft das Gerichtsverfahren in Frankfurt. Es zeigt, wie schwierig die juristische Aufarbeitung solcher Anlageskandale ist. Vor einer Woche fiel das Urteil gegen die beiden Hauptangeklagten. Schäfer und Köller hatten gestanden, ihr Geschäftsmodell sei schäbig und einfallslos gewesen. Sie selbst gierig und berauscht. Beide wurden zu 8,5 Jahren verurteilt. Peter Kaufmes ist einer der Anleger, der auf die Renditeversprechen hereinfiel. Der selbstständige Fliesenleger hatte zusammen mit seinem Bruder über einen Anlageberater 100.000 Euro in die Fonds investiert. Der hatte uns diese S&K-Geschichte empfohlen und wir haben dann lange hin und her überlegt. Dann hat er uns nochmal dargelegt, Unterlagen gebracht, wo bis zu 250% Gewinne erzielt wurden. Letztlich war es natürlich nicht nur gedacht für unsere Altersversorgung, sondern eher als Reserve, sodass man den Kindern auch mal was zukommen lassen kann oder sowas in der Richtung. Und das ist natürlich jetzt futsch. Das Anlegergeld floss auch in teure Luxusartikel und ging für protzige Feste drauf. Anreise gerne mal mit dem Hubschrauber. Dekadente Partys waren das Markenzeichen von Schäfer und Köller. Geld spielte keine Rolle. Feiern auf Kosten der Anleger, wie Peter Kaufmes. Ja, was denken Sie jetzt, wenn Sie da solche Partys sehen? Ja, was soll ich dazu sagen? Da kocht mir natürlich das Blut, das ist ja wohl logisch. Also am liebsten würde ich einen Apparat holen, wenn ich könnte. Denn das tut ja wirklich richtig weh. Wie kann man so abgebrüht sein und so unmenschlich sein und so mit unserem Geld umgehen? Der Wirtschaftsdetektiv Medard Fuchsgruber arbeitet für Anlegerschutzanwälte, durchleuchtet schwer durchschaubare Netzwerke. Er hat nachverfolgt, wie Schäfer und Köller die Gelder verschoben haben. Die Darstellung des Firmenimperiums ist über 5 Meter lang. Was wir hier haben, ist eine Ansammlung von Geldvernichtungsanlagen. Möglichkeiten. Das heißt, das Ganze hier ist Fassade. Reißen wir die Fassade ab, landen wir bei einer Handvoll Leute, die Wirtschaftsprüfer sind, die Rechtsanwälte sind, die das System überhaupt technisch ermöglichen. Anfangs lockten S&K die Anleger mit Immobiliengeschäften. Später kauften sie auf dem grauen Kapitalmarkt andere Fonds. Auf die wertvollen, oft schuldenfreien Immobilien dieser Fonds nehmen sie neue Kredite auf. Das bringt frisches Geld für S&K. Dieses Geld zahlen sie zum Teil an Anleger aus, damit das Schneeballsystem nicht auffliegt oder verprassen es. Wirtschaftsdetektiv Fuchsgruber fährt mit uns zu so einer Immobilie, die S&K von einem anderen Fonds übernommen hat. Oft sind das repräsentative Gebäude, um die Anleger zu ködern. Hier sehen wir jetzt das ehrwürdige alte Postgebäude. Wenn hier ein Anleger vorbeifährt, das sieht, oder wenn er halt eben in dem Prospekt das sieht, denkt er, wow. Und S&K hat es halt eben genutzt, um schnell nochmal Geld zu drucken, indem man halt eben die Liquidität rauszieht. Wir haben einen Termin bei der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Frankfurt. 5 Strafverfolger sind mit dem S&K-Komplex beschäftigt. Auch nach den Urteilen verfolgen sie noch über 100 weitere Beschuldigte. Denn für dieses Schneeballsystem waren viele Helfer nötig. Im Hintergrund stehen eine Vielzahl von Beschuldigten, gegen die die Ermittlungen noch laufen. Und darunter sind Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und viele andere Akteure am Markt, ohne deren Know-how ein solches System sicherlich nicht oder nur in einer viel kleineren Dimension möglich gewesen wäre. Die Staatsanwaltschaft hat dabei besonders die Rolle der Treuhänder im Blick. Normalerweise sieht es so aus. Anleger können sich an den meisten Fonds nur über einen Treuhänder beteiligen. Der Anleger schließt einen Vertrag mit dem Treuhänder. Der soll die Fondsbeteiligung im Interesse des Anlegers verwalten und ihn bei den Gesellschafterversammlungen vertreten. Bei S&K soll es anders gelaufen sein. Um an das Geld, was in den Fonds lagert zu kommen, braucht man den Treuhänder, denn nur mit ihm ist es möglich, das Geschäftsmodell der Fonds komplett um 180 Grad zu drehen. Hier
steht der Verdacht im Raum, dass die Treuhänder ersetzt worden sind durch willfährige Figuren, die allein im Sinne der S&K-Gesellschaften gehandelt haben sollen. Wer sind diese willfährigen Figuren, die vermeintlichen Strohmänner, gegen die die Staatsanwaltschaft ermittelt? Bei S&K war einer der Treuhänder die Müller Treuhand Steuerberatungsgesellschaft. Die sitzt in der Ohmstraße 13 in München. Geschäftsführer ist Frank Schönke, den kennen wir schon von der SEM AG. Im S&K-Fall wird gegen ihn noch ermittelt. Ergebnis? Offen. Schönke hatte die Treuhandgesellschaft von Rudolf Ludwig Müller gekauft. Rechtsanwalt Müller besitzt auch eine eigene Treuhandgesellschaft, die CT Treuhand. Und die finden wir unter derselben Büroadresse. Wir schauen uns die Adresse genauer an. Tatsächlich sitzen die Firmen von Müller und Schönke in einer Bürogemeinschaft. Wir hatten beide nach ihrer Zusammenarbeit und nach ihrer Rolle im S&K-Fall gefragt. Schönke verweist auf seine Verschwiegenheitspflicht als Steuerberater und Rechtsanwalt Müller antwortet uns gar nicht. Das Beispiel zeigt, in wie vielen Funktionen jemand am grauen Kapitalmarkt aktiv sein kann. Müller ist Anwalt, Steuerberater und Treuhänder. Bei seiner CT-Treuhand fällt uns auf, sie ist auch an geschlossenen Immobilienfonds der Firma Opalenburg beteiligt. Über die gibt es zahlreiche Beschwerden. Anleger berichten von einer besonders unseriösen Verkaufsmasche. Eine Betroffene erzählt ihre Geschichte. Sonja K. ist Vertreterin für Büromaterial. Sie hat 2008 in Opalenburg investiert. Ihren Namen sollen wir nicht vollständig nennen. Was ihr damals passierte, ist ihr unangenehm. Noch heute fühlt sie sich getäuscht. Damals wurde Sonja K. von einer Vertriebsfirma zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Der Job war im Außendienst. Ich sollte Kunden anwerben für Versicherungen. Also. Auf einmal hat das Gespräch umgeschwenkt. Aus dem Bewerbungsgespräch sei ein Verkaufsgespräch geworden. Plötzlich habe man ihr Anteil an einem Opalenburg-Fonds für Immobilienprojekte angeboten. Sie fühlte sich unter Druck gesetzt, unterschrieb, verpflichtete sich 25 Jahre lang jeden Monat 100 Euro zu zahlen. Man muss sich vorstellen, man ist beim Bewerbungsgespräch, ist natürlich aufgeregt und mit den Immobilien, es klang ja im ersten Moment auch toll. Und somit hat der mich da so um den Finger gewickelt, dass dieses Geschäft da zustande gekommen ist. Sonja K. will jetzt nur noch raus aus dem Fonds. Wir fragen bei Opalenburg nach. Ein Interview bekommen wir nicht. Schriftlich teilt man mit, dass zu keinem Zeitpunkt die Absicht bestand, unter dem Vorwand eines Vorstellungsgespräches einen Anleger für die Opalenburg-Fonds zu werben. Eine genauere Prüfung sei kurzfristig nicht möglich. In der Opalenburg-Zentrale in München wollen wir mehr über die Firmenstruktur erfahren und über den Umgang der Firma mit ihren Anlegern. Wir wollen den Geschäftsführer sprechen. Von Opalenburg sei niemand da, heißt es. Keine Auskunft, wann jemand zu sprechen ist. Wir finden heraus, dass der Opalenburg-Geschäftsführer jahrelang gleichzeitig auch Chef der Vertriebsfirma war, die Sonja K. den Opalenburg-Fonds verkauft hat. Ein und dieselbe Person in zwei Schlüsselpositionen. Das Unternehmen schreibt uns dazu, die Anleger seien über diese Doppelrolle ausreichend informiert worden. Anlegeranwalt Christian Martin hält das für fragwürdig. Die Beratung der Anleger sei durch die personelle Verflechtung nicht mehr unabhängig gewesen. Solche Doppelrollen sind grundsätzlich mit der Gefahr verbunden, dass diejenige Person auch eigene, nach außen hin nicht erkennbare wirtschaftliche Interessen verfolgt. Und eine weitere Verflechtung ist für ihn problematisch. Der Treuhänder Müller war bei Opalenburg jahrelang gleichzeitig auch Steuerberater und Mittelverwendungskontrolleur. Man kann den Eindruck gewinnen, dass ein kleiner Kreis von Personen sich selbst kontrolliert und dabei dann auch...
die entsprechenden Gebühren dafür bekommt. Nachdem wir Opalenburg damit konfrontieren, kündigt die Fondsgesellschaft überraschend an, die Verflechtungen aufzulösen. Man werde sich von Treuhänder Müller trennen. In Frankfurt sitzen die Spezialisten der Verbraucherzentrale, die den grauen Kapitalmarkt beobachten. Sie haben 2016 Fondsprospekte überprüft. 88% hatten Mängel. Das Team von Wolf Brandes kommt zu dem Ergebnis, dass die Vorteile stark übertrieben werden. Also es wird mit den Renditen geworben, mit den Chancen, mit ökologischen Vorteilen. Und dass die Nachteile eben hinten runterfallen, dass Risiken nicht genannt werden. Oder wenn Risiken genannt werden, verschwinden die im Kleingedruckten. Kritisch sehen die Marktwächter auch die hohen Verwaltungskosten vieler Fonds. So auch bei Opalenburg. Ganz typischer geschlossener Immobilienfonds, also insofern auch ein typisches Produkt am grauen Kapitalmarkt mit sehr hohen Kosten. Gemeinsam schauen wir uns die Bilanz eines Opalenburg-Fonds von 2014 an, die gerade erst veröffentlicht wurde. Der Fonds Safe Invest 2 hat Erträge von rund 65.000 Euro erzielt. Gleichzeitig fällt eine Verwaltungsvergütung von rund 100.000 Euro an. Dieses Geld floss unter anderem an den Geschäftsführer und den Treuhänder. Der Fonds macht also in 2014 Verlust. Das ist jetzt eine Momentaufnahme, aber es zeigt, dass in diesem Jahr die Fondsgesellschaft nicht ertragreich gewirtschaftet hat und der Anleger, wenn man nur dieses Jahr betrachtet, draufzahlt. Würden Sie sagen, der Verbraucher wurde abgezockt? Ja, ich finde das schon Abzocke, weil er am Ende nicht das kriegt, einen Gewinn, sondern offensichtlich Verluste macht. Dazu schreibt uns Opalenburg, der Wert der Immobilien dieses Fonds sei gestiegen. Man gehe daher davon aus, dass die avisierten Renditen für die Anleger erreicht werden. Wir recherchieren weiter und entdecken eine ganz spezielle Verbindung. Sie führt von Opalenburg direkt in den Bundestag. Zu Dr. Volker Ulrich. Er war fast 7 Jahre lang Aufsichtsratsvorsitzender der Opalenburg AG. Seit 2013 sitzt er für die CSU im Parlament und gibt sich dort gern verbrauchernah. Oder, um es sogar mit den Worten eines bedeutenden Investors zu sagen, Warren Buffett einmal gesagt hat, kaufen Sie nichts, was Sie nicht kennen. Wir fahren zu Dr. Volker Ulrich, haben einen Termin in seinem Wahlkreisbüro. Für die Bundestagswahlen im Herbst hat ihn die Partei wieder als Direktkandidaten aufgestellt. Wir reden mit ihm über den grauen Kapitalmarkt und über die Abzocke von Kleinanlegern. Die Skandale der letzten Jahre machen mich auf alle Fälle sehr, sehr wütend. Die haben viele Kleinanleger ihr sauer Erspartes verloren. Und es ist gut, dass viele Skandale jetzt auch strafrechtlich aufgearbeitet werden. Auch bei Opalenburg haben Kleinanleger ihr sauer Erspartes verloren. Wir konfrontieren Ulrich mit unseren Recherchen. Waren Sie Aufsichtsratsvorsitzender dieser Opalenburg AG, die ja auch diesem grauen Kapitalmarkt zugerechnet wird? Ist das richtig? Ich war vor vielen Jahren mal Rechtsanwalt und habe Kleinanleger vertreten. Ich war auch für einige Monate mal im Aufsichtsrat eines Unternehmens, der im Bereich von Immobilienprojekten tätig war, in München und im Augsburger Raum. Das ist jetzt fast ein Jahrzehnt her. Nur für einige Monate Aufsichtsratsvorsitzender? Das stimmt nicht. Wir fragen noch einmal nach. Das waren insgesamt 3 Jahre. Während dieser 3 Jahre ist, soweit ich weiß, ein Fonds aufgelegt worden. Auch das stimmt nicht. Im Registergericht steht etwas anderes. Ulrich war von September 2006 bis April 2013 Aufsichtsratsvorsitzender. Fast 7 Jahre. Aber die Geschäftspolitik haben maßgeblich doch Sie mitbestimmt, oder nicht? Nein, ich war Aufsichtsratsvorsitzender. Hier steht im Aufsichtsratsprotokoll, die Mitglieder des Aufsichtsrats legen die zukünftige Geschäftspolitik des Unternehmens fest. Ja, das ist ein 11 Jahre altes Protokoll. Zu meiner Zeit ist mir kein Fall im Aufsichtsrat bekannt geworden, wo tatsächlich Anleger sich beschwert hätten oder wo Kapitalgelder irgendwie auch in irgendeiner Art und Weise missbraucht oder fehlverwendet wurden. Bereuen Sie das heute? Nein, ich bereue keine Erfahrung, die ich gemacht habe. Es hat meinen Blick geschärft und
Viele Regelungen, die wir heute umsetzen, sind aus eigenen Beobachtungen entstanden. Zu seinen ehemaligen Geschäftspartnern von Opalenburg habe er keinen Kontakt mehr. Opalenburg erklärt uns die Rolle Ulrichs so. Dr. Volker Ulrich unterstützte die Opalenburg Vermögensverwaltung AG in seiner Zeit als Aufsichtsratsvorsitzender aktiv mit seiner Expertise bei der Ausrichtung des strategischen Gesamtunternehmenskonzepts. Unsere Recherchen belegen, im grauen Kapitalmarkt gibt es enge personelle Verflechtungen. Schlüsselfiguren sind in verschiedenen Funktionen aktiv. Für Anleger ist es unmöglich, diese Netzwerke zu durchschauen. Was tut die Politik, um die Anlegerabzocke zu stoppen? Mit dem neuen Kleinanlegerschutzgesetz sollte der Verbraucher besser geschützt werden. Das kündigte Minister Heiko Maas vor 3 Jahren vollmundig an. Wir brauchen Transparenz, aber wir brauchen auch die Möglichkeiten einzugreifen. Das heißt, dass Auflagen gemacht werden beim Vertrieb solcher Produkte bis hin dazu, dass sie ganz verboten werden können. Ein Interview zum Verbraucherschutz lehnt er ab und verweist an das Finanzministerium. Das antwortet nur schriftlich. Der Tenor: Die gesetzlichen Vorgaben wurden in den letzten Jahren kontinuierlich erweitert. Tatsächlich müssen seit 2015 mehr Anbieter Verkaufsprospekte vorlegen. Außerdem kann die Finanzaufsicht Warnungen aussprechen und besonders bedenkliche Produkte verbieten. Die zuständige Finanzaufsicht BaFin gibt uns ebenfalls kein Interview. Im Internet warnt sie, eine inhaltliche Prüfung der Produkte auf Seriosität findet weiterhin nicht statt. Die BaFin schiebt den schwarzen Peter an den Verbraucher weiter. Für seine Entscheidung ist und bleibt jeder Anleger jedoch selbst verantwortlich. Tritt ein Risiko ein, so hat er die Folgen zu tragen. Der finanzpolitische Sprecher der Grünen fordert mehr Kompetenzen für die BaFin. Die Finanzaufsicht muss an der Stelle stärker in eine inhaltliche Prüfung der Einzelmodelle reingehen. Und zwar schauen, ob da etwas ist, was der einzelne Anleger nicht erkennen kann, warum die Erträge gar nicht bei ihm ankommen können. Und dafür ist eine Finanzaufsicht da. Solange der Anleger nicht besser geschützt wird, haben Abzockernetzwerke leichtes Spiel. Wie im Fall der SAM AG. Inzwischen haben wir die vielen tausend Dokumente ausgewertet, sind auf dem Weg nach Panama. Aus dem Mailverkehr wissen wir jetzt, wie SAM-Verwaltungsrat Michael Oberle das panamaische Firmengeflecht aufgeteilt und verschleiert hat. Anweisung an die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca. Nachfolgend die Aufstellung unserer Firmen. Mit freundlichen Grüßen, M. Oberle. Nur 3 Stunden später dann der Auftrag, die Spuren zu verwischen. Wie besprochen, benötigen wir für alle 7 Firmen Direktoren und Bankkonten. Gruß Oberle. Panama gilt als Top-Adresse für solche Täuschungsmanöver. Wir sind auf dem Weg zu denen, die diese geheimen Geschäfte möglich gemacht haben. Vor 1 Jahr kam heraus, dass die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca im großen Stil für Politiker, Diktatoren und Kriminelle Scheinfirmen gegründet und Milliarden gewaschen hat. Die Fahrt führt in den Finanzdistrikt von Panama City, vorbei an glänzenden Fassaden. Mittendrin liegt völlig unauffällig die Zentrale von Mossack Fonseca. Auch SAM AG-Chef Oberle war hier Kunde. Die Kanzlei hatte auf keine unserer schriftlichen Anfragen geantwortet. Wir versuchen es persönlich. Ohne Erfolg. Dasselbe Ergebnis auch bei unserer telefonischen Nachfrage. Unsere Dokumente bestätigen die vielfältigen Dienstleistungen der Kanzlei für Michael Oberle und seinen Geschäftspartner. Meistens sind es Bankgeschäfte. Man könne sofort einen 6-stelligen Betrag überweisen. Oder 1 Million komme sofort aus der Schweiz, danach jährlich $100.000.
Wir treffen uns mit dem Schweizer Spezialisten für Betrug und Geldwäsche, Marc Piet, vor der Kanzlei. Er ist ein exzellenter Kenner der panamaischen Verhältnisse. Als wir das Interview beginnen wollen, versucht uns ein Mossack Fonseca-Mitarbeiter zu vertreiben. Wir zeigen dem Strafrechtler die Panama Papers zur SAM AG. Die SAM-Manager behaupten, sie hätten mit dieser Firma nichts zu tun. Sie wären nicht die wirtschaftlich Berechtigten. Nehmen Sie das nach Einsicht in diese Dokumente noch ab? Aufgrund der Dokumente, die ich gesehen habe, ist einigermaßen klar, schon in der Schweiz, dass die Leute gelogen haben, die behauptet haben, es sind nicht ihre Firmen. Und das Dokument hält ganz klar fest, wer dahinter steht, wer eigentlich der Berechtigte ist. Und die Kanzlei sollte das im Fall der SAM AG verbergen. So taucht der Name nur einer panamaischen Scheindirektorin immer wieder auf. Aber ist sowas nicht auch offensichtlich, wenn deutsche Behörden oder Schweizer Behörden feststellen, es gibt eine Frau, die taucht 20.000 Mal als Geschäftsführerin von Firmen auf, dass da irgendetwas nicht stimmt? Es ist klar, dass das Strohleute sind. Ja? Und diese Firmen, die sind als solche suspekt. Man nennt das eine Struktur. Und Strukturen baut man, und wenn ich Mann sage, meine ich normalerweise Anwälte, die sich hinter dem Anwaltsgeheimnis zu verstecken suchen, zusammen mit Banken an Orten, wo es ein starkes Bankgeheimnis und geringe Neigung zur Rechtshilfe gibt. Michael Oberle und ein Geschäftspartner reisten selbst nach Panama, gönnten sich einen luxuriösen Aufenthalt in diesem Hotel. Unter der karibischen Sonne warteten sie auf die Vollmachten für ihre Scheinfirmen und planten längst die nächsten Schritte. Michael Oberle an Mossack Fonseca. Wir möchten Sie bitten, uns eine geeignete, problemlose Bankverbindung vorzuschlagen. Antwort der Kanzlei. Wären Sie mit einem Konto bei der Winterbotham Bank auf den Bahamas einverstanden? Wurden so Gelder weiter verschoben in das nächste Steuerparadies? Wollten sich Oberle und Co. womöglich ganz absetzen? Frage. Besteht die Möglichkeit, uns bei der Beschaffung von Panama-Pässen für uns und unsere Ehefrauen behilflich zu sein? Zu diesem Zweck wollten sie sogar eine Wohnung im Trump Ocean Club kaufen. Am Ende unserer Panama-Recherchen steht fest, Michael Oberle hatte unbegrenzt Zugriff auf die panamaischen Firmen. Die Dokumente belegen zweifelsfrei, Oberle ist bei zwei Firmen der tatsächlich wirtschaftlich Berechtigte, also der Eigentümer. Zumindest an eine Firma gingen mehrere hunderttausend Euro Anlegergelder. Wir haben mehrfach versucht, mit Michael Oberle zu sprechen. Unsere Fragen blieben unbeantwortet. Nach unserer Rückkehr überstürzen sich die Ereignisse. Die Staatsanwaltschaft München schlägt zu. Nach sechsjährigen Ermittlungen werden Oberle und drei andere SAM-Verantwortliche verhaftet. Wegen Fluchtgefahr. Der Tatvorwurf lautet auf gewerbsmäßigen Bandenbetrug. Spätestens ab dem Jahre 2010 wussten die Verantwortlichen Bescheid, dass das, was sie hier über die SAM AG vermitteln, nicht zu einer erfolgreichen Beteiligung der Anleger führen wird. Sie sind trotzdem weiterhin so vorgegangen, dass sie ihre Anlagemodelle verkauft haben. Es hat sich letztlich um ein Schneeballsystem gehandelt. Seit kurzem sitzen sie in Untersuchungshaft. Ob ihnen tatsächlich strafbare Handlungen nachgewiesen werden können, ist offen. Ein Schneeballsystem ist aufgeflogen. Viele andere laufen weiter. Unsere Recherchen zeigen, in Deutschland gibt es ein Netzwerk, das ungeniert und im großen Stil Anleger abzockt. Schutz davor gibt es zu wenig. Die Aufklärung ist unglaublich schwierig. Selbst wenn einige Verantwortliche gestoppt werden, hinter Gittern landen, die vielen Milliarden Anlegergelder sind meist verschwunden, verprasst oder verzockt.